Lifetime in review. Ja, Leute, und damit ein herzlich willkommen zurück zu dem Let's Play von Zelda. Heute geht's wie versprochen, ich schwimme extra ein bisschen schräg, dazu hier rüber zu schwimmen, dann hoch zum Turm und dann erst zu den zwischen den Zwillingsbergen zu versuchen hochzukommen. Wenn wir keine Ausdauer mehr haben, wurde uns ja am Anfang vom Spiel gesagt, dass wir dann ertrinken. Ist ja auch noch kein Grund, deswegen werde ich jetzt mal nicht den Boost einsetzen. Aber jetzt können wir es machen. So. Der ist down. So. Das haben wir jetzt schon mal geklärt hier. Mal gucken, ob hier noch irgendwo was ist. Sieht nicht danach aus. Hier liegt, glaube ich, noch ein Holzpfeil. Den nehmen wir natürlich noch mit. Kann man eigentlich immer gebrauchen. Als ob die hier nichts hatten. Oh doch, hier ist eine Truhe. Wunderbar, hier haben wir wenigstens eine normale Truhe. So, also heute geht es auf jeden Fall darum, das Ganze mal fertig zu machen. Ich trinke mal einen Schluck. Aus der Flasche. Mein Glas ist mir nämlich gerade eben drunter gefallen und kaputt. Deswegen... Da habe ich es gerade kaputt. Also es ist auf jeden Fall kaputt. Habe ich gerade... keinen Bock gehabt runterzugehen und mir noch irgendwie eins schnell zu holen oder so. Hier oben irgendwie was drauf. Hinter irgendwas. Der Stein sieht auch so verdächtig da hinten aus, ne Leute. Also wenn da kein Krox runter ist, dann fress ich aber am Besen. War klar. Naja, gut, wunderbar. Und nicht beschweren drüber? Ist ja nice, dass wir ja gleich immer mehr finden. Jetzt hätte ich ihn sogar fast mit dem Ding erquetschen, er hat doch ouch gesagt. So, jetzt geht's hoch zu dem Turm. Mal gucken, was wir da kriegen oder eben nicht. Weiß gar nicht, ob wir da hoch dürfen, bevor die blau sind. Oder ob die dann erst blau werden. Das werden wir alles gleich sehen. Oh, hier ist sogar noch ein Weg mit Fackeln ausgelegt. Ach, da geht's sogar noch weiter hoch. Das war noch gar nicht alles. Wo ist der Anfang? Vom Ende sozusagen. Den haben wir. So, aber jetzt einmal fallen lassen. Mal laufen. Er rennt auch noch hinterher. Und den haben wir, glaube ich, geklärt. Beziehungsweise so gut wie... Oh, wartet mal. Nein, fall auch nicht runter. Okay, gut. Jetzt haben wir nochmal ein Herz. Egal. Ja gut, ist halt so. Aber die Schwerter lassen sich echt am besten bewegen. Damit kann man sogar Rasen mähen. Der Rasenmäher. Haben wir heute sogar mal einen etwas anderen Titel. Auf jeden Fall ist der Titel heute der Rasenmäher. Gut. Kann man mit dem kleinen Schwert kaputt machen? Nein, natürlich nicht. Dafür nehmen wir jetzt mal wieder die Axt. Ups. Ja, sehr schön. Wer weiß, wofür das noch alles gebrauchen werden. Ich nehme alles mit, was ich kriegen kann. Den hier haben wir ja gekillt.
So, und hier ist der Tempel. Beziehungsweise der Turm. Laufen wir mal und machen mal den Jump. Das da. Als ob ich jetzt hier. Nein, nicht ertrinken. Ich ertrink jetzt so. Ob ich mich jetzt bewegt hätte oder nicht. Das ist eine Truhe. Wie soll ich denn die ranziehen? Gute Frage, nächste Frage, wa? Was ist das eigentlich da, das was so grün leuchtet? Und da mal an. Eine Schleichschnecke, Süßwasserschnecke mit großem Spiralgehäuse. So, als Kochzutat schärft sie die Sinne, sodass man sich lautlos bewegen kann. Okay. Aber die Kiste da, die macht mich echt ein bisschen kirre. Das bringt mir nichts. Ups. Aha. Wenn ich jetzt von hier irgendwie mal. Wieso bin ich jetzt One-Hit gerade? Oh. Das habe ich nicht mal mitbekommen gerade. Alter, mit dem Controller ist das voll schwer. Ich stelle mich mal jetzt einfach hier hin, in die Ecke. Will ich jetzt mal wissen, wie das da ist. Weil das Ding sieht ja doch schon ziemlich. Also sie kommt auf jeden Fall schon näher, aber ups. Ob das so sinnvoll ist? Alter, die ist schon so weit weg. Wie soll ich denn die da noch ranschieben? Ein Ausdauerbarsch, da brauchen wir auch nicht lesen, was es ist. Das sagt ja der Name schon. Wie? Hä? Nerv mich nicht. Das ist jetzt eine wirklich gute Frage. Da kümmern wir uns nochmal drum. Ob wir vielleicht irgendwie sowas wie einen Bogen oder sowas kriegen, was uns da hilft, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich werde dann noch erstmal hier hoch. So, einmal loslassen. Ausdauer kurz regenerieren, mal gucken. Gut, da kommen wir hoch. Wird eigentlich easy peasy gehen. Ja, gut. Also, das ist jetzt ein Rätsel, wo ich sage, nur Bogen? Weil so weit, extrem weit können wir auch nicht schießen und umso weiter der Gegenstand weg ist, umso schneller scheint auch durch das Modul der Gegenstand dann wieder nicht angreifbar zu sein, sage ich mal. Habt ihr ja gerade gesehen und das ist dann, glaube ich, auch nicht gerade geil. Hier werde ich jetzt mal nicht springen. Also das muss auf jeden Fall auch einen Grund haben. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, welcher Turm das ist. Turm der Zwillingsberge hieß der jetzt, glaube ich. Ich denke mal, ja. So. Dann kriegen wir jetzt die Karte. Ach, die Türme sind für die Kartenaktualisierung. Okay, gut, dann wisst ihr Bescheid.
Aber schön, dass in diesem Teil die Sheikah mal näher beleuchten. Denn die sind in anderen Teilen doch sehr, sehr kurz gekommen. Vor allem, wenn wir mal daran denken, dass im Teil Ocarina of Time, da weise ich auch gerne nochmal auf das Let's Play von Kalle hin, da ging es um das N64 Let's Play, nicht um die 3DS-Version, sondern um die N64-Version, obwohl er die 3DS-Version auch hat. Da könnte man rein technisch gesehen sogar, wie weit wir noch weg sind. Schreine suchen, wenn du dich Sensoren Schreinen näherst, die du noch nicht besucht hast, schlägt der Sensor aus. Geh in die Richtung, in der die Ausschläge am stärksten sind. Okay. Okay. Also wir haben jetzt einen Sensor bekommen, um Schreinen etwas näher zu kommen. Von hier oben aus werden wir jetzt auch gleich mal gucken, ob wir noch Schreine von hier sehen. So. Da hinten ist einer. Oh, sieht doch so krass aus. Das sieht so, so krass aus. Ja, und das sollte dann auch erstmal an der Stelle reichen. Auf jeden Fall sollen wir ja jetzt so. Okay. Gut, wir wissen auch schon mal, wie es funktioniert. Wir sollten ja da lang, aber. Laut Karte könnten wir ja rein theoretisch hier lang und bis da hoch. Aber warum sind wir denn durch die Zwillingsberge? Warum sagt er das? Ach, wir machen es einfach. Als ob der so geil da runtergesprungen ist. Ja, der ist ja direkt über uns, der gerade angezeigt wird. Das kann man bestimmt abbauen. Das kann man hundertprozentig abbauen, wenn man die richtigen Werkzeuge hat. Oder kann man das wegsprengen? Wartet mal. Nein, 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 du sollst da nicht hochklettern. Nein! Also doch wegsprengen. Also das möchte ich ja jetzt erstmal haben, was hier unten liegt. Ach, da kann man Bernstein rauskriegen. Und Feuerstein. Okay. Wenn man ihn mit Metallgegenständen gegeneinander schlägt, dann stehen Funken. Die Feuerhölzer in der Nähe entzünden. Praktisch. Aber nach einem Einschlag geht er kaputt. Also kann man ihn nur einmal benutzen. Okay. Was ist das hier? Ein Steinsalz. Gut. Das ist schon mal gut zu wissen. Immer mal wieder was Neues hier zu lernen. So. Da drüben sieht doch wieder so verdächtig aus, ne? Ah ja, der ist ja hier über uns, der Tempel. Den habe ich ja schon markiert. Wunderbar. So kleine Quests, Aufgaben, wie auch immer, immer wieder gern gesehen von mir, muss ich wirklich sagen. Sehr, sehr schön. Wir sind jetzt schon gute 2, 3 Parts unterwegs. Gut, die geben nicht so viel Damage. Aber am Land werden die bestimmt. Ey, die sind ja mega schnell. Heilige. Echsalf-Fußsporn. Okay. Jetzt war okay. Da lese ich jetzt mal nicht alles vor. Ich habe mir ganz kurz mal durchgelesen, was da stand. Ist auf jeden Fall als Handelsware anzuerkennen. Und dann werden wir mal gucken, was wir dafür noch bekommen werden. Oder eben nicht den Reisebogen. Hau ich da jetzt extra einen anderen raus? Ach komm, ja. Wollen wir das Bessere gleich mitnehmen. Auch wenn es nur ein Angriffspunkt mehr war. So.
Pfeile haben wir auch schon relativ viele, muss ich sagen. 28, haben wir eben nicht noch mehr? So viel verschossen schon wieder. So. Nee. Falsches Modul. Erstmal hoch, weil das möchte ich natürlich noch haben. Aber es ist cool, mal ein paar Sachen mal so auszuprobieren. Ich finde das eigentlich ganz nice. Muss ich ehrlich sagen. Hey, ich sehe nichts. Aber der Blickwinkel ist hier gerade voll kacke. So. Zack. Dann nehmen wir wieder die in der Hand. Der jetzt hier. Nein. Wartet kurz, die will ich jetzt hier noch haben. Ich werde aber auch jetzt hier gleich den Part beenden. Ist echt schade, dass das hier so lange dauert. Aber lieber etwas länger und wunderbare Ergebnisse als gar nichts hinzubekommen. Die haben mich noch nicht entdeckt. Wunderbar. Geht mal hin, genau. Boom. Wunderbar. Easy peasy gewonnen. So macht man das, Leute. Habt ihr das gesehen? So, damit bin ich ja voll. Da. Ach, da ist sogar eine Kiste. Den haben wir noch weggefetzt, ey. Oh. Die Waffe ist zerbrochen. Damit beenden wir jetzt auch gleich den Part. Ich sammle noch die Kiste ein. Und dann war's das aber auch für heute schon. Dann haben wir gleich wieder ein neues Soldatenschwert. Wir sehen uns dann wieder morgen. Auf jeden Fall sind wir schon wieder auf dem Weg zu einem anderen Tempel. Einen Bumerang. Das hört sich sehr gut an. Sehr, sehr schön. Vor allem an Dings angelehnt. Sehr, sehr schön. Also das muss ja jetzt sein, dass ich den mal benutzen werde. Dafür packe ich das hier weg. Eine Sache, die ich mit Feuer, also die ich mit Feuer anzünden kann, will ich behalten. Zur Verteidigung oder zum Anzünden von Kochstellen möchte ich immer eins, was Feuer anzünden kann, halten. Okay. Ja, Leute, in dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.